Der Norden prescht vor und lockert langsam den Lockdown. Praktische Fahrschulstunden für Berufsspezialisierte-Ausbildung sollen Günther zufolge ab 22. Februar möglich sein, analog zu Regelungen in anderen Ländern. Darauf hatte sich die Jamaika-Koalition am Mittwochabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel, CDU, verständigt. Der Gesundheitsschutz der Menschen sei weiterhin das Wichtigste, sagte Günther. Katrin Göring hart angefressen, riesiges Versagen der Bundesregierung. Quelle, Bild teilen, Twittern per Mail versenden. Lesen Sie auch nach Corona-Gipfel, wann Ihr Bundesland die Schulen wieder öffnet. Die Bundesländer dürfen eigenständig entscheiden, wann sie die Schulen aufmachen. Bild gibt den Überblick. Lockdown wieder verlängert, das sagen die Betroffenen. Ein wenig Licht am Ende des Tunnels für Friseure, Öffnung ab 1. März, für die anderen bleibt es vorerst zappenduster. Schleswig-Holstein lag mit Stand Mittwochabend bei 60,2 Corona-Neuinfektionen.